Herzlich willkommen hier aus Grub im Kanton Appenzell Ausserrhoden und gleichzeitig aus Grub in Eckersried im Kanton St. Gallen. Am heutigen Ort darf man definitiv kein Problem haben mit Höhe oder wenn es einmal ein bisschen gewackelt. Seit Ende April sind die beiden Gemeinden mit einer kantonsübergreifenden 180 Meter langen Hängebrücke verbunden. Die neue Attraktion hat zum einen Symbolcharakter, zum anderen aber einen grossen Nutzen für die Wanderer und die Bevölkerung aus der Region. Ich schaue hier gleich mal ab. 40 Meter. Vorher mussten wir alle ein Doppelabi laufen. Und das ist halt etwas gefährlicher geworden mit der Zeit. Oder? Jetzt kann man das schön rundum machen. Oder? Von unserer Gruppe hier durch. Ja, das ist etwas ganz Gutes. Ich mag es den Leuten gönnen, dass sie gebaut worden ist. Das heisst, du musst es tun und es wackelt und es wird ein bisschen komisch im Bauch. Aber man überwindet das und findet es dann toll. Wir sind jetzt natürlich dankbar und glücklich, dass es geklappt hat, auch mit den Bauarbeiten. Es ist alles reibungslos gelaufen, wir hatten keine Unfälle. Und das Wetter hat manchmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber schlussendlich ist sie pünktlich fertig geworden. Und es ist ein sehr schönes Gefühl. St. Gallische Grube und das Appenzellische Grube, die bis jetzt durch die Tiefschlucht getrennt waren, sind endlich verbunden. Auch der Graben zwischen den Einwohnern ist definitiv überwunden. Aus der Geschichtsschreibung heraus weiss man ja, dass sie sich nicht immer gerade so sympathisch und partnerschaftlich freundlich waren. Die Zeiten sind aber zum Glück vorbei und das ist jetzt natürlich noch symbolisch die Verbindung wieder hergestellt. Das ist für mich ganz klar eine Aufwertung und ich freue mich schon auch, wenn es dann mal ein bisschen wärmer ist. Ich kann dann auch gerne wandern, wenn es ein bisschen wärmer ist, dass ich dann mal einen Weg wird finden, der auch über die Brücke führen wird. Wir bleiben gerade beim Thema Brücke, gehen aber rund 60 Kilometer weiter auf Kalbrunn ins linke Biet. Diese Brücke ist zwar ein bisschen kleiner, hat dafür umso mehr Charme. Et voilà, wir präsentieren die Brücke zur Natur. Die Brücke hat nicht nur eine funktionale Bedeutung, sie hat vor allem auch eine inhaltliche, eine ideelle Bedeutung, als dass sie die beiden Dörfer verbindet, Bänken und Kalbrunn. Sie tut eigentlich den Sinn von dem Namen, den wir als Projektnamen eben gerne, die Brücke zur Natur, tut sie jetzt unter Beweis stellen. Wir haben immer gesagt, das ist eigentlich ein Symbol für die ganze Aufwertung, Symbol für den Waldlebpfad, das ist ein Eintritt in die Natur. Die Brücke zur Natur. Eindeutig ein gelungenes Werk. Gefällt mir sehr gut. Auch die Konstruktion, oder? Holz und so einen schönen Bogen. Ja, sehr gut. Wir sind früher schon ganz viel da. In dieser Bachvögte, hat man gesagt, haben wir uns einmal aufgebracht in diesem Wald. Und die Brücke ist einfach ein Traum. Ein kleines Stück, wie ein kleines Paradies ist das. Die neue Brücke gehört zum Waldlehrpfad und der Waldlehrpfad hat durch die Brücke massive Aufwertung bekommen. Sie verbindet jetzt die beiden Gemeinden Kalbrunn und Bänken auf ganz einem neuen Weg mitten durch eine Naturperle und ich denke, dass eine Brücke ist verbindend und darum hat sie sehr grosse Bedeutung für uns. Nach so vielen Jahren Arbeit kann man die Emotionen und Zellen auch nicht verbergen und es ist dann eben schön, wenn die Leute das estimieren mit dem Besuch an so einer Eröffnung. Und das muss emotional sein, das ist wichtig, das gibt wieder Kraft für uns und das brauchen wir in diesem Waldlebpfad auch. Wir wollen ja, dass das Projekt auch weitergeht, das kann sich noch weiterentwickeln. Hier. Ein weiteres Projekt, das die St. Galler Kantonalbank im Rahmen des Jubiläums unterstützt, ist der Pfandpark in Wil. Der ist zwar eigentlich seit dem letzten Herbst schon voll im Betrieb, aber was bis jetzt noch gefehlt hat, ist die offizielle Eröffnung. Musik.
Letztes Jahr im Oktober bin ich immer schauen, wie weit das schon sind. Und ja, ich habe mich schon ziemlich gefreut, als er noch eröffnet wurde. Die Hauptausforderung war, dass wir einen Platz gefunden haben. Das war schon mal das Schwierigste. Wir waren etwa 5 Jahre dran, bis das ganze Projekt fertig war. Und sonst aber von den Politikern so haben wir immer schön Rückhalt gehabt. Also, die waren mega motiviert, uns da zu helfen. Es ist relativ lang gegangen, von Anfang bis es jetzt endlich fertig steht. Ja, sehr viele Leute kennengelernt, sehr umfangreich gewesen, hat mal ein bisschen angefangen und ist jetzt eigentlich ein relativ grosses Projekt geworden, ja, bis endlich fertig ist. Ich habe sehr Freude und ich bin auch stolz, dass wir in Zwil jetzt so einen Skatepark haben. Und ich glaube, wenn man hinten dran schaut, wie der benutzt wird, wie viele Kinder und Jugendliche und Erwachsene jetzt hier unterwegs sind, dann ja, macht es einfach noch Spass und Freude. Es ist einfach cool so zum Fahren und wenn es keinen jetzt hätte, hätte ich jetzt nicht ein Hobby. Und vorhin war ich halt beim Alten, aber ich finde es mega geil, dass so ein neuer Skaterpark gemacht hat. Der Funpark macht mir persönlich ziemlich Spass und er ist auch gerade in der Nähe von mir und ich kann hier coole Tricks lernen. Wir haben jetzt den Park zu, aber wir haben noch viele andere Projekte. Wir wollen gerne auch noch Beleuchtungsanlagen erneuern. Wir haben auch hier einen Stand, um noch ein bisschen Spendengelder zu sammeln. Weil, ja, man kann halt auch länger skaten, im Frühling und im Herbst vor allem. Im Feierabend ist es halt einfach dunkel. Und das ist das Nächste, wo wir unsere Angriff nehmen. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Kurznachrichten. Anfang April findet der Spatenstich für den Bau des neuen Pfadiheim Zwil statt. Es wird zwar nicht luxuriös, dafür umso heimeliger und praktischer. Zuerst gilt es aber noch, das alte 60-jährige Gebäude Schicht für Schicht abzutragen. Im Frühling nächstes Jahr soll das neue dann bezugsbereit sein. Die Sauna in den Weihern wird konkreter, kann aber voraussichtlich erst Ende nächstes Jahr eröffnet werden. Grund für die Verzögerung ist, dass die Stadt St. Gallen zuerst das Fundament der Frauenbade sanieren muss. Dafür wird der Schluss der diesjährigen Badesaison abgewartet. Nachher startet dann der Einbau der Sauna. Die konkreten Pläne dafür und das Betriebskonzept sind in der Pipeline. Eine Hürde ist aber immer noch die Finanzierung. Mittels Crowdfunding sollen die nötigen Gelder zusammenkommen, damit die Packer auch wirklich auffahren können. Die dritte Jubihütte wird bald eröffnet. Am 31. Mai ist die Bevölkerung zu der Einweihung der Jubihütte Jonschwil eingeladen. Am 16:30 Uhr geht es los. Nebst Ansprachen der Projektpartner gibt es für alle Getränke, eine feine Wurst vom Grill und Musik. Auch bei den anderen Jubihütten geht es weiter. In Wittenbach ist der Bau schon losgegangen. Die Eröffnung ist im Sommer geplant. Das war es mit den wichtigsten Neuigkeiten zu den Jubiläumsprojekten der St. Galler Kantonalbank. Was sich in Zukunft alles noch so tut, das finden Sie auf www.150jahre.ch. Mir war es wirklich eine grosse Freude, all die Projekte von der Planungsphase bis wie heute zu der Eröffnung zu begleiten. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Adi miteinander.